Yes, Sir, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Mein Name ist Baschkicks, heißt euch wie immer recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich gleich zwei Sneaker für euch. Und zwar, die hat der ein oder andere nicht ganz auf dem Schirm, da es sich um zwei US-Exclusive-Sneaker handelt. Und die möchte ich jetzt gerne zeigen. Also, let's go! Fangen wir auch direkt an, und zwar habe ich für euch den Adidas Yeezy Boost 350 V2. Der V2 Don hat zugeschlagen, und zwar ist das der Yeezy Reflective. Den hat eventuell nicht der ein oder andere auf dem Schirm, da es sich um einen US Exclusive Only handelt. Das heißt, der Schuh, den ich hier euch zeige, der wurde nur in Amerika gedroppt. Heftiges Teil. Der ein oder andere, der wird jetzt sagen, Moment mal, Digi, der sieht doch ganz genau aus wie der Static. Ihr habt vollkommen recht, der sieht wirklich aus wie der Static. Das stimmt, das ist echt krass. Außer, dass der Static hier hinten noch so einen Tag hat und nicht dieses Pfirsichfarbene hier in der Sohle hat. Sonst sehen die eigentlich echt ziemlich krass identisch aus. Da habt ihr recht. Nichtsdestotrotz ist das der allererste 350 V2, der dieses Jahr gedroppt worden ist. Der kam am 27. Januar. Ich freue mich trotzdem, dass ich den habe, weil als V2 Don darf der natürlich in meiner Sammlung auch nicht fehlen. Ist klar. Der reflektiert komplett. Ich werde euch mal versuchen, hier gleich so einen Pick einzublenden und wie der halt so richtig schön reflektiert. Ich denke, für diejenigen, die sich gesagt haben, ich hätte gerne den Static, sind da aber nicht rangekommen irgendwie, ist das hier eine richtig, richtig, richtig krasse, gute Alternative. Hier ist noch das andere Paar. Ja, krasses, krasses, krasses Brett. Wie ich diese V2-Dinger liebe. Kein Spaß. Der ist auf jeden Fall very nice. Ich stelle ihn mal hier eben hin. Und dann kommen wir noch zum nächsten Adidas Yeezy Boost 350. Bam! Jetzt wird's sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, Leute. Und zwar ist das der Adidas Yeezy Boost 350 Marsh. Da ist er. Krasses Teil einer krassen Farbe. Ein bisschen Platz hier. Ja, das ist er. Der Adidas Yeezy Boost 350 Marsh. Ich zeig euch den mal. Heftiges Teil. In einer sehr, 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 sehr anderen Farbe, sage ich jetzt mal. Die ist wirklich anders, die Farbe. Ich sag jetzt ganz einfach mal, dass das eine Senffarbe ist. Cool ist die transparente Sohle, die halt so Ton in Ton mit dem senffarbenen Upper ist. Ist ganz gut gelungen. Auch hier unten ist das eine minzgrüne Sohle. Sieht man jetzt eventuell nicht so richtig. Richtig krass, passt auch mit dem, was ist das hier? Hellbraun ist das, so ein hellbraunes Inlay da drin auf jeden Fall. Auch richtig krass. Es gibt noch zwei weitere Details an dem Schuh. Und zwar ist das eine Detail, was ich halt ganz witzig finde, ist, dass die Naht, die ihr hier habt, die verläuft dieses Mal nach innen. Ich zeige euch nochmal zum Vergleich. Hier verläuft die zum Beispiel nach außen, die Naht. Ich hoffe, ihr seht das. Und ja, und bei dem verläuft die Naht halt nach innen. Ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass ihr das irgendwie merkt oder sowas. Das merkt ihr nicht, weil die haben hier so einen schönen Überzug gemacht. Also merkt ihr die Naht überhaupt nicht. Krass gelungen. Und dann auf jeden Fall dieser Streifen hier an der Seite, der ist auch mega krass, da der reflektiert, Leute. Also kommt der very, very nice, dieser Schuh. Und ich denke mal, das Ganze hier an der Seite, das macht den Schuh irgendwie nochmal richtig interessant, richtig flashy. Es ist ein Hingucker, es ist ein Frühlingsschuh oder auch ein Herbstschuh. Ach, scheiß drauf. Oder ein Sommerschuh oder ein Allwetterschuh. Krasser, 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 krasser Yeezy für mich. Was natürlich fehlt bei mir, ist das Tag hier hinten. Ich liebe die V2s sowieso, aber wenn da hinten noch dieses kleine Tag dran ist, dann liebe ich sie halt noch mehr. Mega bequemer Schuh. Leute, was soll ich euch sagen? Ich zeige euch nochmal einen Pick auf jeden Fall, wie der hier auch an der Seite reflektiert. Und ansonsten gibt es wie immer auf Instagram ein krasses Foto, was ich machen werde mit den beiden Sneakern. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Adidas Yeezy Boost 350 Yeezy und dem Adidas Yeezy Boost 350 Marsh. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Checkt Instagram ab. Hier oben geht's zum letzten Video. Checkt es auf jeden Fall ab. Ansonsten passt auf euch auf. Stay tuned. Bleibt on fleek. Haut da rein. Euer Baschkicks. Peace.